Leute, ganz kurz, wie gebe ich mir die Barrier-Blöcke? Das sind ja diese unsichtbaren Blöcke, damit kann ich Sandra einbauen. So. It was at this moment, Luke knew. Best Idee ever! Wie lange ist schon Minecraft? Minecraft bin ich gerade reingegangen, Sandra ist noch nicht mal auf dem Server. Und da Sandra auch noch nicht auf dem Server ist, habe ich gerade die Chance genutzt, mir 64 Barrier zu geben. Barrier, ganz kurze Info, sind unsichtbare Blöcke. Das heißt, ich werde Sandra, wenn sie auf dem Server ist, ablenken, damit einbauen und dann schauen, wie sie reagiert. Wir haben natürlich auch noch genug zu tun hier. Und zwar die Tierfarm. Die würde ich jetzt erstmal so grob andeuten. Und danach dann die immer mehr ein bisschen schöner machen. Weil das soll jetzt auch kein... Ich hatte mir da so ein paar Sachen angeguckt im Internet. Ich hole mir ja immer Inspiration, wisst ihr ja. Die Sache ist allerdings, dass das alles nur so riesige Projekte waren. Und das hier soll ja schon relativ offen sein. Weil wir hatten ja gesagt, dass das hier so eine Tierfarm werden soll, wo wir jetzt nicht irgendwie große Gebäude hier hinbauen. Sondern ich möchte ja, wenn wir hier drin stehen, dass wir von hier dann die Tiere sehen können. Und so ein bisschen hier rüber gucken können. Hier vorne der Blick gleich bleibt. Deswegen kommt hier einfach jetzt erstmal so ein paar Gehege hin. Welche Tiere seht ihr da? Schweine? Kühe, Schafe, Pferde, Hühner, Hunde, Katzen, weiß ich nicht, Schildkröten, okay. Schreibt sie unten in die Kommentare! Die Leute schreiben mir im Chat, warum, dass ich dich mal küssen soll, Junge. Im Leben nicht. Küss mich doch jetzt! Nein! Komm her, ein Schmatzer! Nein, auch nicht in MC, Junge. Aber warum? Bleib genau da stehen, ich komme jetzt! Bleib genau da stehen! Nein! Guck mal, wer da ist. Der Geheimgang zu uns gebaut! Was hast du? Komm mal mit! Guck da! Cool, oder? Hallo, willst du auch mal mit mir innen normal reden? Du kannst ihn ja von innen mal so aus Holz machen und du kannst ja auch mal Gemälde an die Wand hängen. Man kann ja auch Bilder machen in Minecraft. Leute, ganz kurze Info. Ich kann den Prank nicht machen mit den Barrieren, solange Sandra da unter Wasser, unter in ihrem Tunnel ist. Die muss irgendwie am besten Fall irgendwie mal oben stehen, da so in ihrem Haus. Und dann sagen, ey Leute, ich muss mal kurz was googeln oder ich muss mal kurz los oder irgendwie so. Weißt du? Das wäre das Sinnvollste. Nein! Ey! Was war das denn? Das sind unsere Laternen! Warum baust du denn unsere Laternen ab? Das habe ich nicht gecheckt. Was ist das denn jetzt hier? Hä? Hä? Lukas, ich kann mich hier raus, hä? Hä, geh doch einfach vor! Oder was meinst du? Ich laufe doch auch rum. Das geht nicht. Das geht nicht, warte, ich komm mal runter. Was hast du da für ein Ding? Was hab ich? Was ist? Ich sehe gar nichts. Nee, komm, ich löse auf. Das ist ein, das sind Barrier-Blöcke, heißen die. Das sind unsichtbare Blöcke und damit kann man Sachen einbauen und kann dann nicht da langlaufen und so. Kleiner Sohn. Guck mal, jetzt schmeiße ich auch die Barrierenblöcke weg, damit hier nichts gecheatet ist. Ehre. Scheiße. Was ist los? Mir ist ein Schaf entflohen. Entflohen, aber nicht gestorben. Nee, entflohen nur. Komm. Komm. Komm! 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 Warum läuft dir das denn hinterher? Was hältst du irgendwas in der Hand? Ich hab doch Weizen in der Hand. Ein paar Sekunden später. Tschüss, mach's gut. Ich liebe dich und deine Eltern, dass sie dich geboren haben. Ciao! Sandy! Was? Es ist nicht nur ein Schaf entflohen, sondern zwei! Du hast jetzt dir gerade bestimmt eins entflohen! Nein, dir! Nein, dir! Nein. Oh, und unser Bauer ist ja auch stuck. Ey, was ein Trottel. Hier ein Herz, und edit. Danke dir, Bro. Das triggert mich hier, dass wir jetzt hier diesen komischen Eingang haben. Sandy, mach dir mal einen später bitte, den Eingang. Was willst du denn noch haben?
Ja, du hast ihn mitten im Weg gemacht. Der Eingang, der hier ist, soll hier sein. Nee, nicht da. Da, genau. Also Leiter 1 später hoch. Okay. Sandy? Ja? Warum fehlt denn hier Glas? Weiß nicht. Keine Ahnung. Lüge, Lüge, Lüge. Ja, Luca, irgendwie sind unsere Gemälde voll für ein Creeper. Gemälde. Was? Ja, guck mal. Komm mal rein. Die Gemälde sind fertig. Die was sind fertig? Die Gemälde. Mom, was? Gemälde? Ja. Das sagst du absichtlich falsch gerade, oder? Nein, Gemälde, hä? Gemälde. Gemälde. Hier nicht Gemälde. Wie denn? Gemälde. Gemälde, nein, Gemälde. 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 Sprachen lernen, Bubble. Stell mal vor, das ist hier eine Kunstgalerie. Präsentier uns doch mal deine Kunst. Nee, du musst mich erst mal einladen hier so richtig rein. Okay. Ja, komm rein. Nicht so dumm. Ja, hier siehst du das Meer mit einem Busch. Mhm. Hier nochmal dasselbe. Ah, das haben sie zweimal gekauft. Richtig, hier warum? Mini-Creeper und großer Creeper. Ja, warum haben sie das zweimal gekauft? Weil ich Geld habe. Achso, stimmt. Ja. Zwei Creeper. Zwei Creeper. Mini-Creeper, großer Creeper. Mini-Creeper, großer Creeper. Okay. Und das ist, keine Ahnung, ich erkenne da nichts drauf. Das haben sie einfach so gekauft, weil sie reich sind? Ja. Welches Bild darf ich ihnen denn abkaufen? Keins. Verpiss dich! Boah. Sandy! Ja? Ich habe uns einen Bunker gebaut. Ich komme nicht mehr runter. Doch. Wo denn? Geh mal in das Bild rechts rein. Krass, ne? Hey, wie geht das denn? Die meinten, man kann einfach eine Tür hinsetzen. Und wenn man dann die Tür aufmacht, kann man auf den Rand von der Tür rechtsklick machen mit einem Bild und dann kann man so einen Geheimgang machen. Wenn Ultimate Venom nochmal kommt, haben wir jetzt Versteck. Nice. Von den Schafen brauchen wir auf jeden Fall einige, deswegen kommen die ein bisschen weiter nach hinten hier hin, dass nicht direkt am Weg da so ein Gedrängel ist. Ey, das sind doch wirklich solche Trottel, oder? Laser, wir sehen uns morgen, ne? Du gehst offline, ja, ich geh jetzt auch raus aus Minecraft. Ja, wir sehen uns morgen, ne, Laser? Wir sehen uns morgen bei Podcast. Hau rein. Ciao. Also, Leute. Folgt mir auf Instagram, @laserluca. Da kündige ich Streams immer als erstes an. Ansonsten auch hier auf Twitch gerne reinfolgen. Ist kostenlos. Und ihr werdet benachrichtigt, sobald ich live gehe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns morgen in einem neuen YouTube-Video wieder.